Willkommen zurück im Stream. Ich bin Philipp, ich moderiere ab sofort. Hier mit mir ist Basti. Er war bis vor kurzer Zeit der Buffdi bei uns bei Jugendhakt und bei Frag den Staat, zwei Projekten von der Open Knowledge Foundation. Er erzählt uns jetzt was über das Informationsfreiheitsgesetz, über das Umweltinformationsgesetz, also wie man den Staat dazu bringt, Daten rauszurücken, insbesondere mit Fokus auf Umweltinformationen. Ist das richtig? Ja. Perfekt, dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem Lightning Talk von Basti. Genau, danke, dass ihr alle gekommen seid. Ich versuche mal zusammenzufassen, was Frag den Staat so alles macht und was vor allem im letzten Jahr geschehen ist. Kurz abreißen, insbesondere will ich darauf eingehen, wie man das Umweltinformationsgesetz nutzen kann, um an interessante Daten und Dokumente zu kommen. Aber am Anfang will ich einen kurzen Abriss machen, was das Informationsfreiheitsgesetz überhaupt ist. In Schweden gibt es dieses Öffentlichkeitsprinzipien, so heißt es da, schon seit 253 Jahren. Und das hat eine Umkehrung im Beamtenwesen hervorgerufen, eben dass Akten, die bei Behörden liegen, nicht mehr geheim sind, dem Amtsgeheimnis unterliegen, sondern dass die öffentlich sein können, dass man die anfragen kann und da Einsicht bekommen kann. Das bekannteste Informationsfreiheitsgesetz ist der Freedom of Information Act in den USA, den es schon seit 53 Jahren gibt. Danach kam das Umweltinformationsgesetz, ein spezielles Gesetz auf EU-Ebene, wie man an Daten, die die Umwelt betreffen, rankommt. Das wurde 2001 auch nochmal erweitert, dass man an auch maschinenlesbare Daten kommt. Das Informationsfreiheitsgesetz, kurz IFG, gibt es in Deutschland auf Bundesebene erst seit 13 Jahren. Und fragt den Staat, über die man solche Anfragen stellen kann, seit 8 Jahren. Fragt den Staat ist eben ein Portal, wo man solche Anfragen einfach stellen kann. Ich habe jetzt immer Daten gesagt, was betrifft das eigentlich? Das sind Fotos, Videos, Gästelisten, auch Quellcode, der bei Behörden liegt, sowie E-Mail, Briefwechsel, Daten, die die sammeln, zum Beispiel irgendwelche Statistiken, Sitzungsprotokolle, Gutachten und Verträge, die die mit anderen abschließen. Und wenn man solche Daten anfragen will, muss man die bei einer öffentlichen Stelle anfragen. Das sind zum Beispiel die Bundesministerien, die Landesministerien oder andere öffentliche Stellen. Die sind auf Frag den Staat alle auch verzeichnet. Da könnt ihr einfach danach suchen, was ihr von wem ihr etwas wissen wollt, dann wird es euch angezeigt. Und diese Anfragen kann man halt formlos stellen über das Portal, fragt den Staat geht's. Man muss also keinen Brief schicken, zumindest in den meisten Bundesländern. Da gibt es natürlich auch nochmal Ausnahmen. Und innerhalb eines Monats müssen die antworten. Das Informationsfreiheitsgesetz gibt es, habe ich gerade schon angerissen, in den meisten deutschen Bundesländern. 3 sind noch eine Ausnahme. Das sind Niedersachsen, Sachsen und Bayern, wo man noch keine Anfragen nach dem Informationsfreiheitsgesetz stellen kann. Das Umweltinformationsgesetz gibt es allerdings in jedem Bundesland, weil das eine EU-Verordnung ist, die speziell auf die Umweltdaten angeht. Das ist das Besondere und das Gute, weil man da an sehr interessante Daten auch rankommen kann. Das sieht dann so aus, man muss am Anfang auf der Webseite eine Behörde auswählen, von der man etwas wissen möchte. Da gibt es eine Suchmaske und wenn ihr die dann ausgewählt habt, müsst ihr kurz beschreiben, was es für Dokumente sind oder Informationen sind, die ihr haben wollt. Alles andere macht dann Frag den Staat für euch. Das schreibt eben den Gesetzestext dazu. Das ist eine Anfrage nach dem Informationsfreiheitsgesetz und dem Umweltinformationsgesetz und erinnert euch auch daran, wenn ihr eine Antwort erhalten habt. Und wenn ihr Hilfe braucht, seid ihr da auch gut aufgehoben, dann könnt ihr uns da kontaktieren. Genau, der Hambacher Forst war ja in den letzten Jahren sehr aktuell, weil da viel demonstriert wurde. Und im September 2018 kam es dort zu einer Räumung.
Die Behörden haben das mit Brandschutz argumentiert, dass die Baumhäuser, die da sind, wohl nicht den aktuellen Bestimmungen des Brandschutzes unterliegen und müssen geräumt werden. Das war weder politisch und rechtlich auf sicherem Eis, aber genau wusste man das nicht. Das Bau- und Innenministerium in Nordrhein-Westfalen hatte dazu ein Gutachten in Auftrag gegeben, wie dann herauskam, dafür haben sie 60.000 Euro ausgegeben, welches allerdings nicht bekannt war. Und Daniel Hofinger hat es mit dem Umweltinformationsgesetz angefragt und hat es erstmal nicht bekommen. Das Gute bei dem Gesetz ist allerdings, dass man ein Recht darauf hat, sowas zu bekommen. Und darum hat er die vor ein paar Monaten verklagt auf Untätigkeit, dass er dieses Gutachten bekommen will. Das hat dann auch funktioniert. So sah, genau, das war die Klage. Und wenig später, nur 4 Monate später, hat der Druck gewirkt und er hat die Gutachten bekommen. Und daraus wurde dann endgültig klar, auch das Ministerium wusste, dass das, was sie machen, die Räumung, auf keinem sicheren rechtlichen Boden ist. Selbst in dem Gutachten stand schon drin, dass es dafür keine eindeutige rechtliche Grundlage gibt. Die Räumung wurde wegen dem öffentlichen Druck auch abgebrochen und der Hambacher Wald ist, wie bekannt, ja immer noch besetzt. Eine andere Anfrage, die mit dem Hambacher Forst zu tun hat, war eine interessante Anfrage nach dem Antrag, den RWE gestellt hat, um weiterhin Wasser um in dem Gebiet abpumpen zu können. Und in diesem Antrag, den RWE gestellt hat, sind ganz viele Karten drin, wie das genau aussieht. Und die hat ein Kollege bei Frag den Staat, Johannes, auch über das Umweltinformationsgesetz bekommen und hat daraus dann auch ein schönes Video gemacht, wie sich das verändern soll aus den Karten, die in dem Dokument drin waren. Und mit den Daten, die er da bekommen hat, kann man noch viel, viel mehr machen. Die sind auf Frag den Staat auch noch alle verfügbar, weil die Anfragen für jeden öffentlich sichtbar sind. Und als drittes habe ich noch eine Kampagne von uns mitgebracht, die jetzt weniger mit Umweltinformationen zu tun hat, sondern mit Abituraufgaben. Es ist jetzt also nicht mehr das Umweltinformationsgesetz, sondern geht mit dem Informationsfreiheitsgesetz der Bundesländer. Denn solche Abituraufgaben sind letztendlich auch nur Daten und Dokumente, die bei einer Behörde liegen und auch unter das Informationsfreiheitsgesetz fallen. Zumindest in 7 Bundesländern, wo das nicht nochmal explizit ausgenommen ist. Wir haben da also ein Portal gebaut, wo man mit wenigen Klicks die Abituraufgabe eines bestimmten Bundeslandes in einem bestimmten Fach, in einem bestimmten Jahr anfragen konnte. Das sah dann für Hamburg zum Beispiel so aus. Grün heißt hier jetzt, dass die Anfrage schon erfolgreich war und das Dokument online ist. Gelb heißt, dass die Anfrage noch läuft und jemand anderes es schon angefragt hat. Das ging ziemlich schnell, dass viele Anfragen da zusammenkamen und wir hatten ziemlich guten Erfolg in Niedersachsen und Schleswig-Holstein, wo so viele Anfragen an die Behörde zusammenkamen, dass sie sich jetzt überlegen mussten, was einfacher ist oder was effektiver ist. Jede Anfrage einzeln beantworten oder einfach die Abituraufgaben auf deren Bildungsserver stellen. In Niedersachsen haben sie sich dann dazu entschlossen, die Abituraufgaben auf deren Bildungsserver zu stellen und jede Anfrage so nur einmal beantworten zu müssen. Und da sind die jetzt öffentlich verfügbar. Die Kampagne haben wir zusammen mit der Wikimedia gemacht, die sich für öffentliches Geld, öffentliches Gut einsetzen. Das heißt, die Aufgaben wurden ja von einer öffentlichen Stelle mit Steuermitteln erstellt, also müsste doch auch die logische Konsequenz sein, dass solche Dokumente auch
online zur freien Verfügung stehen können. Ein Problem hatten wir da dann leider doch mit dem Urheberrecht. Gerade in Deutschabituren wird ja oft Texte verwendet, die aus Büchern oder Zeitungsartikeln stammen. Selbst dafür hat das Ministerium nicht das Recht, diese einfach im Internet zu veröffentlichen, sondern nur in dem Abitur zu verwenden. Diese mussten dann geschwärzt werden und mit entsprechender Quellenangabe versehen werden. In Schleswig-Holstein waren sie da ein bisschen übereifrig und haben auch Gedichte von Goethe geschwärzt und anderen. Und das fanden wir so schön, dass wir daraus jetzt eine Kunstedition gemacht haben und die für unsere Fans verkaufen oder gegen Spende verteilen. So hat das Ministerium Gedichte rausgeschickt. Ich meine, ich hätte ja solche Gedichte auch gerne gelernt, aber meine Lehrerin hätte mir das wahrscheinlich nicht durchgehen lassen, selbst wenn ich gesagt hätte, dass ich die so vom Ministerium bekommen hätte. Genau, damit wäre ich auch von meiner Seite am Ende. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr die gerne noch stellen und ich versuche die zu beantworten. Es gibt dort ein Mikro, falls ihr Fragen habt. Ansonsten kann ich gleich auch noch was zu unserem Volksentscheid in Berlin erzählen, wenn es keine Fragen gibt. Genau, in Berlin gibt es ein Informationsfreiheitsgesetz, das ist von 1999 und nicht mehr ganz aktuell, außerdem längst nicht so gut wie in anderen Bundesländern schon gibt. Zum Beispiel kostet in Berlin jede Anfrage Gebühren. Und es gibt keine gesetzliche Frist zur Beantwortung dieser Anfragen in Berlin. Das haben wir oder wollen wir jetzt ändern bei Frag den Staat und mit der anderen Organisation zusammen Mehr Demokratie. Wir haben einen Volksentscheid gestartet und unseren eigenen Gesetzesentwurf für ein Informationsfreiheitsgesetz, für ein Transparenzgesetz sogar geschrieben. Mit dem Transparenzgesetz würde es sich nochmal ändern, dass Behörden von sich aus Daten, Informationen, die in dem Gesetz festgehalten sind, im Internet veröffentlichen müssen. Da ist zum Beispiel auch festgehalten, dass solche Daten nach Möglichkeit maschinenlesbar sein müssen und auch Behördensoftware, der Quellcode von Behördensoftware veröffentlicht werden muss. Dazu sammeln wir gerade 25.000 Unterschriften, die wir schon fast zusammen haben. Und wenn das durchgeht, stimmt der Berliner Senat darüber ab, ob das durchgeht oder nicht. Ja, das ist eine Frage. Vielleicht, Philipp, gehst du einmal mit dem Mikrofon hin. Ich hatte es jetzt nicht ganz richtig verstanden. Vorhin wurde gesagt, du warst bei Jugend hackt und bei Frag den Staat. Bist du immer noch bei Frag den Staat oder jetzt nicht mehr so? Genau, im letzten Jahr war ich Bundesfreiwilliger bei der Open Knowledge Foundation bei den beiden Projekten Jugendhackt und Frag den Staat. Jetzt bin ich nicht mehr offiziell bei Frag den Staat, aber ich kenne mich da immer noch sehr gut aus, wenn es Fragen gibt und kann dir da bei den Anfragen auf jeden Fall immer helfen. Gut, wenn es denn keine Fragen mehr gibt, dann vielen, vielen Dank an Basti für diesen Vortrag.